auf vielfachen Wunsch. Ja, es ist Montag, wisst ihr? So, bevor wir loslegen, einen kleinen Spartrick von mir. Ich hole jeden Montag 100 Euro von der Bank. Und diese 100 Euro packe ich in meinen Geldbeutel. Und diese 100 Euro müssen für die ganze Woche reichen. Also ich bezahle dann auch nichts mit Karte oder so, sondern die 100 Euro müssen halt reichen. So. Und oftmals reichen die auch und es bleibt was übrig. Und dann packe ich das da oben rein. Ist jetzt leer. So. Dann packe ich das da oben rein. Und heute waren 14 Euro irgendwas. Waren übrig. Und davon gönnen wir uns was. Also. Ich kaufe meiner Frau diese sauteuren orangen Balsenkekse. Da gibt es so kleine mit Orangengeschmack. Da kosten 100 Gramm 3 Euro. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Die kaufe ich dann. Oder ich kaufe auch mal ein Stück Fleisch, was ich mir normalerweise nicht kaufen würde beim Metzger. Und was ich natürlich neu für mich entdeckt habe, ist der Fleischautomat in Vorwachzimmern. Da habe ich heute 10 Euro ausgegeben. Ja, das ist teuer. Das Video kommt morgen. Ja, das Video vom Fleischautomat kommt morgen. Das ist nicht gerade billig, aber dafür ist das Geld ja da gewesen. Ich würde jetzt normalerweise mit den 100 Euro würde ich nicht an diesen Automaten gehen. Ich bin da ganz ehrlich, das ist mir zu teuer. Das ist mir einfach zu teuer. Für 2 geräucherte Bratwürste, 2 marinierte Steaks und, glaube 150 Gramm Lachsschinken sind mir 10 Euro einfach zu teuer. Das kostet alles 2,70 Euro, glaube ich. Aber es ist halt Metzgerqualität. Es schmeckt saugeil. Diese Bratwurst ist der absoluter Hammer. Der Lachsschinken hat übrigens nichts mit Fisch zu tun. Falls ihr jetzt denkt, ich habe hier Fischschinken gekauft. Lachsschinken hat nichts mit Fisch zu tun. Ist einfach unfassbar lecker. Und auf die marinierten Steaks bin ich jetzt einfach gespannt. Hatte ich noch nicht. So. Und was auch noch übrig war, ich war beim Weber. Ich habe mir ein belegtes Brötchen gekauft für 2,80 Euro. Ich habe mein Geld zum Fenster rausgeworfen. Jawollo. Außerdem. Aber die haben keine Eier beim Weber. Das heißt, ich musste nochmal bei der LBV anhalten, mir nochmal 2 Eier kaufen. Die ich natürlich auch ganz einfach zu Hause machen könnte. Aber dann macht es ja keinen Spaß. Ja? Es macht mir ja Spaß. Und die sind noch warm. Und ihr wisst ja, Salz habe ich ja. Wisst ihr ja, ne? Salz habe ich ja immer im Auto. Es ist ja immer Salz da. So. Ja? Und für alle, die neu eingeschaltet haben, das hier ist Hettle liest aus der Bild, ja. Und beschimpft mich nicht immer, weil ich die Bild-Zeitung lese. Ich lese die Bild-Zeitung normalerweise jeden Tag auf meinem Handy. Das geht jetzt aber schlecht, weil das Handy filmt ja gerade. Warum lese ich die Bild-Zeitung? Einfach, um mich zu informieren. Schnell, kompakt. Und da darf man aber seinen Kopf nicht ausschalten, wenn man die Bild-Zeitung liest. Man muss, wenn man Sachen interessiert, auch gegenlesen. Mal auch die FAZ oder die Zeit oder die Fränkischen Nachrichten, ja. Man muss halt einfach auch mal gegenlesen. So. Ich habe mir ein Brötchen gekauft. Da beiße ich jetzt rein. Und Leute, für alle, die neu dazugekommen sind, schaltet ab. Jetzt wird's eklig. Jetzt kommt eins meiner Alleinstellungsmerkmale. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, das merkt ihr ganz von alleine. Ja? Das mache nur ich. Auf YouTube macht das nur ich. Das, was ich gerade mache. Ja. Gibt es auf YouTube nur mich. Es gibt auch einen Grund dafür. Warum das nur ich mache? Weil sich keiner traut. Ganz einfach. Ja. Und vielleicht lasse ich die ganzen Beschimpfungen unter dem Video diesmal einfach drunter. Ja, wie Drecksau. Und was bist du für ein Affe? Weil ich mit vollem Mund rede. Und deswegen lesen wir es aus der Bild-Zeitung mit vollem Mund. So. Ah, Djokovic. Wie heißt dieser Depp? Djokovic. Das schreibe ich heute in die Zeile. Dann bekomme ich nämlich auch noch ein paar Klicks. Ja. Der Mann, der gedacht hat, er hat irgendwelche Sonderrechte, nur weil er Tennisspieler ist, hat mich diese Diskussion aufgeregt eine Woche lang.
Ich habe mich richtig aufgeregt. Wie kann es sein, dass einer, der nur Tennis spielt, das ist nur ein verdammter Tennisspieler. Ja, wie kann es sein? Oh, Michel Hunziker ist getrennt. Oh. Oh Mann, ey. Du machst die letzte Seite auf und denkst, oh Mann, ey. Michel Hunziker. Hei. Alter Schwede. Die ist 44. Alter Schwede. Und die Celine Dion ist krank. Ich darf euch das Bild ja nicht zeigen, weil da ist ja überall ein Copyright drauf. Ja, Fotos. Nicht, dass ich wieder eine Abmahnung kriege. Ich darf es euch ja nicht zeigen. Ja. Achso, erst seid ihr noch. Das Ende des Djokovic-Witzes, aber wirklich, ey. Ey, das wurde aber auch allerhöchste Zeit, ne? Sie haben ihn aus Australien ausgewiesen, na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Übrigens, stehe ich auch gerade, diese Bonpflicht, ne? Der ganze Einzelhandel schreit. Die Bäcker, die für jeden Furz einen Bon rausgeben müssen. Ja. Was? Achso. Ist der Lindner dafür zuständig? Ja klar, der Finanzminister. Klar. Ja, das geht gar nicht kaputt. Jetzt. Heimatland. Gar nicht kaputt gegangen. Soll die Bombenpflicht wieder abgeschafft werden? Die Bombenpflicht ist großer Unsinn, der für die Umwelt schädliche Auswirkungen hat, ja. Das habe ich von vornherein gesagt. Und warum? Ja, weil es jeder wegschmeißt. Ich brauche doch keinen Bon, wenn ich mir nur ein Brötchen kaufe. Viele haben ja auch gemacht, brauchen sie einen Bon? Ja, nein. Haben die jetzt echt weiche Eier gekocht? Na, das ist natürlich doof im Auto, ne? Ist das jetzt echt ein weiches Ei? Das ist natürlich richtig doof. Das sieht so aus, als hätten die... Muss ich aufpassen, dass das nirgendwo rausläuft. Tatsächlich. Weiches Ei. Jetzt passt auf. Salz. Einmal abbeißen. Oh ja, geil. Ist ja geil. Ist ja geil. Sag dir nicht, dass es verboten ist, weiche Eier zu verkaufen. Er ist nicht erlaubt. Man darf keine weichen Eier verkaufen. Ist nicht erlaubt. Könnt ihr gerne googeln. Die EU hat es verboten. Ohne Scheiß. Die EU hat verboten, zum Frühstück weiche Eier zu verkaufen. Kein Hotel darf das. Die dürfen das nicht. Ja, kein Witz. Google zahlt. Kein Witz. Ich habe so viel Zeug da liegen. Ich habe noch ein Brot gekauft. Was ist denn heute los hier? Ich hatte doch gerade noch so eine kleine Tüte in der Hand. Was soll denn das jetzt? Wo ist denn die jetzt hin? Du willst mich jetzt verarschen. Egal. Komm, mach mal Platz hier.
Ey, das geht ja zu. Hier geht's ja zu. Ich darf nicht mehr sagen, hier geht's zu wie bei Hempels. Ich darf nicht mehr sagen, hier sieht's aus wie bei Hempels. Hat einen privaten Grund. Hat einen privaten familiären Grund, dass ich das nicht mehr sagen darf. Denn wenn meine Tochter den Max heiratet, heißt sie Hempel. Ja. Deswegen darf ich es nicht mehr sagen. Okay. Djokovic, abgeschlossen. Raus mit ihm. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ist mir nicht in den Kopf gegangen, dass mit ihm so lange rumgemacht wird. Warum es im 7. Ehejahr zur Trennung von Michael Hunziker kam. Ein Vibe. Und für mich ist Vibe kein Schimpfwort, gell? Asylpakt für mehr Migranten. Riesenzoff um EU-Plan von Innenministerin Faeser. Was bedeutet das, dass wir noch mehr Migranten kriegen? Ich glaube, ich weiß übrigens, habe ich schon mal gesagt, ne? Warum die Schlagerwelt mich nicht haben will, weil ich einfach meine Meinung sage, auch über Migranten. Ja. Und die Kriminalstatistik ist ja eindeutig. Die ist einfach eindeutig. Die Hälfte der Straftaten in Deutschland werden von Migranten, Flüchtlingen oder Menschen mit Migrationshintergrund verübt. Ist so. Weil ich das laut sage, wollen die mich alle nicht haben. Ja? Weil ich das einfach laut sage. Rekordinflation. Ich merke das auch am Geldbeutel. So leiden wir unter der Horrorinflation. Jetzt passt auf, das ist immer dieses Gejammer von den Alten. Ja, es wird alles teurer, ich weiß das. Ja. Frank 71 aus Leipzig. Es ist überall alles teurer. Ah. Zum Glück haben meine Frau und ich eine ordentliche Rente. Warum jammert er denn dann? Klaus aus Mannheim. Ich heize nur noch in einem Zimmer in meiner Wohnung. Denn ich habe jetzt schon 500 Euro für meine Gasheizung offen. Dann heiz doch mit Strom. Kauf dir so einen kleinen Radiator. Der braucht bestimmt weniger als deine Gasheizung. Wahnsinn. Ah, da, weißt du, da, jetzt, okay, pass auf. Marian, Uber-Fahrer. Ich verdiene deutlich weniger Geld. Kann mir keine Wohnung leisten. Wir wohnen zu dritt in einer 30 Quadratmeter Wohnung in München für 900 Euro. Mal, was soll ich dazu sagen? Der wohnt in einer 30 Quadratmeter Wohnung für 900 Euro in München. Dann zieh da weg. Geh da weg. Da brauche ich doch nicht jammern. Asylunion. Faeser will mehr Migranten reinlassen. Eine Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten schmieden wollen sie. Innenexperte Christoph de Vries sagt, wir müssen eine klare Stoppsignale senden und nicht noch mehr Leute einladen. Von der CDU, gell?
Philipp Amthor. Einer der charismatischsten, finde ich, charismatischsten Politiker, die wir im Moment haben. Man mag über ihn denken, was man will, aber er ist charismatisch. Oder? Finde ich schon. Philipp Amthor. Ich kann euch das nicht vorlesen. Da sind zu viele Fremdwörter drin. Da sind mir zu viele Fremdwörter drin. Ohne Quatsch. Wenn ich euch die drei Sätze vorlese, die Philipp Amthor gesagt hat, muss ich euch die auch noch erklären. Das mache ich nicht. Das ist mir zu kompliziert. Auf jeden Fall, die Nancy Faeser will mehr Leute reinlassen. Und fast alle sind dagegen. Wer ist denn EVP? Wer ist denn die EVP? Ach, von der CSU. Das wird Europa auf Dauer zerstören. Ja. Wo wir jetzt eh bald einen Krieg kriegen. Meint ihr, es wird zum Krieg kommen? Meint ihr? Meint ihr, Putin ist so größenwahnsinnig, dass es auf einen bewaffneten Konflikt ankommen lässt? Ich meine, er hat, falls er das noch nicht mitbekommen hat, Schweden hat seine Armee in Alarmbereitschaft versetzt, weil 6 sogenannte Landungsboote in der Nähe von Gotland aufgetaucht sind. Gotland ist eine schwedische Insel, die Russland im Grunde gar nicht interessiert, aber die für Russland strategisch wichtig wäre, wenn Russland sich entschließen sollte, in die Ukraine einzumarschieren, dann wäre Gotland eine strategisch wichtige Insel. Und deswegen... Boah, das ist Eier, das gibt's doch gar nicht. Da mache ich mein Auto kaputt mit. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt. Das ist eine strategisch wichtige Insel. Sag mal, bin ich total bekloppt heute? Das gibt's doch alles gar nicht. Da ist sie doch. So. Und deswegen haben die Schweden jetzt Angst, dass auch mit diesen Landungsbooten, dass das von Russland nicht nur Säbelgerassel ist, sondern eben auch Vorbereitung für den Einmarsch in der Ukraine, dass die auch auf Gotland landen, was ein absolut klares Gotland gehört Schweden. Also es wäre, wenn die tatsächlich, jetzt habe ich das Wort tatsächlich gesagt, aber das passt ja auch, wenn die tatsächlich Gotland angreifen und besetzen wollen, dann greifen sie ein NATO-Land an. Ja, gut, es ist nur eine Insel, es ist nicht Schweden. Es ist natürlich territorial Schweden, aber es ist nur eine Insel. Aber sie würden, wenn sie auf dieser Insel landen und versuchen, diese Insel einzunehmen, würden sie Europa angreifen. Also Putin, um das nochmal ganz klar zu sagen, würde, wenn er auf Gotland landet, um die Insel einzunehmen, würde er Europa angreifen. Sag mal, das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Warum macht er das? Das sind Dinge, die gehen mir nicht in den Kopf. Warum riskiert dieser Mensch, der ja einer der mächtigsten Männer der Welt ist, warum, gut, das mit der Ukraine, dass er nicht will, dass die in die NATO geht, sehe ich alles ein. Ich würde sogar so weit gehen und würde sogar sagen, wenn die Ukraine weiterhin bestrebt ist, in die NATO zu gehen, dass er das Recht hat, in die Ukraine einzumarschieren, um das zu verhindern. Wer will denn schon die NATO an seinen Grenzen haben? Hat er ja schon in Polen, ne? Ja, das wäre sogar eine Sache, wo ich sogar sagen würde, Eigelb, wo
ich sogar sagen würde, dass ich das sogar verstehe. Aber Schweden, sich mit Europa anzulegen, ihr müsst euch das klar werden, wenn der wirklich Schweden angreift, haben wir einen Krieg. Wenn der sich wirklich nach Gotland traut, da brauchen wir gar nicht drum herum reden, dann haben wir einen Krieg in Europa. In Europa, ganz nah. Ich habe noch ein eigenes Brötchen dabei, diesmal mit Mettwurst, die nicht abgelaufen ist. Ja, dann haben wir einen Krieg. Dann haben wir einen Krieg in Europa. Und die Sache ist immer, warum? Warum? Warum dieses Säbelrasseln? Falls es alle kommt, oh, dann haben wir einen Atomkrieg. Nein, haben wir nicht. Putin würde niemals die Atombombe einsetzen. Nein, auf keinen Fall. Ja, das wird nicht passieren. Ja, die verhandeln ja auch noch und bla bla. Aber es ist schon bedrohlich. Und jetzt hat, glaube ich, der russische Außenminister oder irgendeiner vom Außenministerium noch gedroht, den Amerikanern gedroht, dass irgendwie immer noch Kuba und Venezuela Freunde von Russland sind. Und dass, wenn man sich nicht entgegenkommt, es immer noch die Option gibt, auch in Kuba oder in Venezuela Waffen auf... Also irgendwo hört es doch auf, oder? Oh, Linda de Mol. Die ist auch schon 57, Wahnsinn. Okay. Er hat bei The Voice gearbeitet. Ihr Partner Jeroen Rietbergen, die sind seit 15 Jahren zusammen, wird sexueller Übergriff am Set von der niederländischen The Voice vorgeworfen, wo der Musiker die Showband leitet. Er räumt ein, Kontakt sexueller Natur mit einigen Frauen gehabt zu haben. Aha. Guck an. Ach, Leni Klum steht zu ihren Pickeln. So jung und doch so stark. Leni Klum, 17, hat sich bei Instagram ungeschminkt gezeigt. Nein, wie mutig. Du meine Güte. Ha, das geht ja gar nicht. Ohohoho. Oh, während andere junge Frauen mit Filtern jeden Makel vertuschen, macht das Model öffentlich, wie sehr sie unter ihrer Akne leidet. Ohohoho, wie mutig. Ich will ehrlich sein und zeige, wie meine Haut und wie mein Körper wirklich aussehen, sagt Leni. Oh, für viele Teenager wird sie damit zum Vorbild. Garantiert. Ach Gott, Joe Bausch muss vor Gericht. Was für ein Betrug. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, jahrelang keinen Mietzuschuss für seine Dienstwohnung im Gefängnis Werl gezahlt zu haben. Kann er einfach vergessen. Ja, ist ja so, kann er doch einfach nur vergessen haben. Ja? Unglaublich. Oh, sonst geht es genauso weiter. Ich glaub's ja nicht. Also ich glaub's ja nicht. Sky Dumont hat sich einen Hund gekauft. Ich glaub's ja nicht. Naja gut, was er halt Hund nennt, ja, ein Chihuahua. Was er halt Hund nennt, für mich ist ein Chihuahua kein Hund. Das älteste Tier der Welt, 190 Jahre ist diese Schildkröte alt.
Aha. Lebt auf St. Helena. In Tonga bricht vielleicht ein Vulkan aus. Guck an. Ah, ich glaub's ja nicht. Ah, geil, oder? Warum ist die Mettwurst immer so scharf, ne? Das verstehe ich manchmal auch nicht. Das ist so eine Discounter-Mettwurst. Die ist scharf. Ich weiß eigentlich, warum sie sich immer so scharf machen müssen. Ah ja. Dr. Frankenstein verpfuschte unser Leben. So eine Sache habe ich kein Verständnis für. Wenn jemand aus medizinischen Gründen, so wie meine Frau, seine Brust amputieren muss oder erneuern muss, dann ist klar, ja, das ist klar, aber dass jemand aus reiner Geltungssucht und Unzufriedenheit lese ich gar nicht. Das habe ich kein Verständnis für. Wo ich gerade den Lidl, wo ich gerade den Netto sehe, unser Netto in Niederstetten hat jetzt 6 Wochen lang zu. Die haben nämlich umgebaut. Und mitten in der Live-Sendung rief jemand Stopp! Die Trommelpanne des Jahres. 7 Alltagstipp gegen Bluthochdruck. Das können wir doch mal angucken. Schweineherzempfänger ist ein Messerstecher. Hab das letzte Woche schon gelesen, glaube ich. Da haben sie irgendeinem ein Schweineherz verpflanzt. Das hat funktioniert. Das Schweineherz wurde extra gezüchtet. Also die Sau, die das Herz dann gespendet hat, wurde extra gezüchtet, damit das Herz vom menschlichen Körper nicht abgestoßen wird. Und anscheinend, es war die medizinische Sensation, David Bennett aus dem US-Staat Maryland bekommt ein Schweineherz. Jetzt kommt raus, dass David Bennett ein Mörder ist. Am 30. April 1988 hat er in einer Bar 7 Mal auf einen Gast eingeschlagen. Der ist dann erst 2005 gestorben. Okay. Die Schwester des Opfers erklärte, dass das Schweineherz auch an jemand anders hätte gehen können. Übrigens, es ist so, wenn, das verstehe ich jetzt auch gerade gar nicht, warum das nicht gemacht wird, wenn ihr, weil Mord verjährt ja nicht, ne? So, das heißt, wenn ihr jemanden abstecht und der lebt noch 20 Jahre, stirbt dann aber, nachweislich, das ist wichtig, ja? Nachweislich, aufgrund der Verletzungen, die ihr ihm zugefügt habt. Wenn er stirbt, aufgrund der Verletzungen, die ihr ihm zugefügt habt, seid ihr dran wegen Mord. Auch wenn der 30 Jahre später stirbt. Wenn also irgendein Arzt so nachweist, dass er gestorben ist wegen den Verletzungen, kommt die Polizei, verhaftet euch. So. 30 Minuten sind um. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Dann lasst mir einen Daumen da, nämlich den nach oben. Ja, den nach unten sieht man ja nicht mehr. Und bleibt mir gewogen. Ja, schaut die Woche vorbei. Es wird Videos geben. Und schaut ab und zu auf Twitch vorbei. Ich spiele auch live inzwischen, wisst ihr ja. Und macht mir viel Spaß. Nee, macht keinen Spaß. Wenn nur 3 Leute zugucken, ist es ätzend. Ja. Ja, aber wer will schon hätte beim Arno spielen zu gucken? Meine Frau spielt inzwischen mit. Vielleicht macht das euch mehr Spaß. Wir kappeln uns immer ein bisschen. Ja, so. Deswegen sage ich euch, schöne Woche für euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Das war's, ich bin raus. Ciao.